Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Resident Evil Separate Ways, die ich tatsächlich jetzt gleich im Anschluss an die Nachvertonung der letzten Folge hier aufnehme. Das heißt, ohne Verzögerung geht es jetzt hier direkt weiter. Nur Verzögerung für mich, für euch wäre es ja sowieso keine gegeben. Oh, elegant. Das ist ja dieser komische Slowdown. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem, womit es jetzt hier weitergeht. Ihr könnt übrigens immer noch Comments hinterlassen, um wegen dem, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, ne, mit Outlast. Oh ja. Er lebt. Oh, Krauser. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Wir müssen ihn jetzt tatsächlich ausschalten. Das heißt, derjenige... Au. Guter Start, oder? Das ist tatsächlich der Boss, vor dem ich am meisten Respekt habe hier. Das bedeutet, derjenige, der Krauser am Ende dann eliminiert hat, ist tatsächlich nicht Leon, sondern Ada. Wir müssen das jetzt nur erstmal hinkriegen. Alter, okay, das ist definitiv die falsche Waffe für diesen Kampf. Das ist erst Phase 1. Ja, sowas hatte ich befürchtet hier. Deswegen wollte ich möglichst viele Heil-Items haben. Na gut, was haben wir denn noch für Waffen im Repertoire? Ne, dafür wird er zu schnell sein. Das heißt, wir fangen erstmal mit der Shotgun an. Versuchen wir uns mal damit. Das lief doch ganz gut. Das war der erste Turm. Davon gibt es insgesamt drei. Ja, okay. Der hat gesessen. Aber kann ich gerade noch so vertragen, verkraften. Ja, wenn er so weitermacht, dann geht das noch. Aber er macht natürlich nicht so weiter. Okay, das war scheiße. Und es gibt natürlich wieder keine Checkpoints, ne? Wieso hat das beim ersten Mal funktioniert und beim zweiten Mal nicht? Ja, Messer in die Fresse ist tatsächlich die beste Waffe gegen Krauser. Man muss nur erstmal an den Punkt kommen, dass das auch funktioniert. Oh. Ja, das ist ein Gegner, mit dem sind wir potenziell erstmal eine Weile beschäftigt. So. Phase 1. Das ist echt fies. Das ist ja mal sowas von fies.
Okay, jetzt verpasst er uns eine. Den Schlag werde ich nicht ausweichen können, das heißt, ich kann schon mal vorsorglich heilen. Alter, hör mal auf mit der Scheiße! Ist vorne eine andere Waffe. Okay, Phase 3. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt endlich hin. Heilen. Dieser scheiß Konter von ihm immer dann da. Oh, das reicht nicht. Oh, wir haben ihn. Jetzt habe ich natürlich die Items hier auf dem Turm nicht eingesammelt, aber das ist mir gerade egal. Erstmal durchatmen. But I don't like it when men play rough. Meine Fresse, lass mich erstmal was trinken. Das war intensiv. Boah, meine Fresse. Ja, das war der Boss, wo ich von Anfang an gesagt habe, der wird uns viel Lebensenergie kosten. Was uns jetzt noch erwartet, ist der zweite Boss, von dem ich mal erzählt habe, dass ich dafür eine Lampe, cool, dass ich dafür meine ganze Armbrustmunition aufhebe. So, wunderbar, hat das auch schon mal geklappt. So, jetzt können wir mein Inventar ein bisschen aufräumen hier. Packen wir mal die ganze Heilung, die wir noch haben, alle vier Dinger hier in die Mitte. Die Schrotflintenmunition können wir mal hier links zusammenfassen. Habe ich da auch einen besseren Überblick drüber. So, das packen wir mal hier nebeneinander. So, hier auch nochmal. So, da möchte ich bitte auch das große oben haben. Die packen wir mal da runter und die Granaten kommen darüber. So, jetzt habe ich hier mal so ein bisschen Überblick darüber, was wir noch haben, was wir noch benutzen können. Und es könnte tatsächlich, ich will jetzt hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber das hier könnte tatsächlich schon die letzte Folge sein. Von Separate Ways. Da kommt echt nicht mehr viel jetzt. Bin ja mal gespannt. So, ein letztes Mal der Händler. Dem rede ich mal gleich. Welcome. Und dann werde ich auch nochmal abspeichern, weil ich weiß nicht, good things on sale, stranger. Ob ich noch einen Checkpoint kriege vor dem nächsten Event. Müsste ich eigentlich, aber ich gehe da kein Risiko ein. Ah. I'll buy it at a high price. Thank you. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das ganze Geld noch brauche, aber... Come back anytime. So, wie gesagt, einmal kurz speichern. Boah, also Krauser ist echt mein Angstgegner in diesem Spiel. Da habe ich mich schon die ganze Zeit so ein bisschen vorgefürchtet, dass wir mit Ada dann gegen Krauser kämpfen müssen nochmal.
Aber es hat dann ja doch noch relativ zügig geklappt. Jetzt habe ich die ganzen Items da liegen lassen, ich Idiot. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of youth. So. Wir müssen uns jetzt tatsächlich... mit Saddler auseinandersetzen hier. Der mit seinem Tentakel gegen uns vorgeht. Sorry, ich wollte das nicht. Da hat er uns eben erwischt. Au. Der hat gesessen. Wow. Geh weg von mir. Ja, der ist nicht ohne. Der ist echt nicht ohne. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, wir machen gar nicht wirklich Schaden. Ah, hier, da müssen wir jetzt zustechen. Ich weiß nur nicht, wie oft wir das machen müssen. Ja, okay. Da bin ich direkt reingerannt, das gebe ich zu. Sag mal, fick dich doch, du Blödmann. Ich habe keine Heilung mehr, wir sind am Arsch. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet. Da habe ich mit der Armbrust wohl doch einiges an Schaden verursacht, oder? Na gut. Ohne Heilung im letzten Abschnitt. Ist tatsächlich der einzige Ada-exklusive Gegner im ganzen Spiel.
Sadlers humanoide Form, weil Leon kämpft ja tatsächlich nur gegen das Spinnenmonster, ne? Ada! Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Jetzt müssen wir uns tatsächlich noch mal ein bisschen beeilen, um Leon den entscheidenden Vorteil für seinen Kampf gegen Spinnensettler zu geben. Da stehen wir jetzt nämlich noch mal unter Zeitdruck. Wegen dieser Bombe da. Den Weg. Hui! Scharfschütze. Und hier lasse ich mich gar nicht weiter beirren. Scheiß drauf, ich will einfach nur mein Ziel erreichen. Weg, habe ich gesagt. Diese scheiß Scharfschützen hier überall. Hui! Raketenwerfer Maxe. Und noch einer. Ja. So, und jetzt haben wir es, glaube ich. Also gut wie, aber uns geht ja auch die. Läuft auch die Zeit davon. Müssen wir uns beeilen. Und tschüss, Mann! Use this! Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around.
Und damit haben wir's. Das war Resident Evil Separate Ways. Ich hab euch doch gesagt, dass das nicht mehr viele Folgen werden. 11, allerhöchstens 12. Wir haben es jetzt aber tatsächlich in 11 geschafft. Und jetzt wird die Frage, wie es hier in diesem Spieleslot, wie es hier auf dem Kanal weitergehen soll, natürlich richtig relevant, denn das betrifft ja quasi schon übermorgen. Machen wir jetzt weiter. A. Mit Resident Evil Umbrella Chronicles, spielen das erstmal komplett durch und beschäftigen uns danach mit Outlast 2, egal wie spät das dann damit werden könnte. B. Habt ihr vielleicht irgendein anderes Spiel, egal ob es jetzt ein Horrorspiel ist oder nicht, was man in ungefähr so in knappen 2 Wochen durchspielen könnte, was ihr mir empfehlen könntet, was euch interessieren würde, was ich hier auf dem Kanal bringen sollte, dann haut mir das ruhig in die Comments, damit ich mir das besorgen kann, damit wir das in Angriff nehmen können. C. Lassen wir den Slot jetzt erstmal frei liegen. Starten wir jetzt hier kein neues Spiel und warten einfach auf den 25. April, damit wir dann direkt zeitnah hier mit Outlast 2 durchstarten können. Oder vielleicht sogar Möglichkeit D. Starten wir mit den Umbrella Chronicles, spielen die bis zum 25. April und machen dann eine Pause, um uns erstmal mit Outlast 2 zu beschäftigen, bevor es mit den Umbrella Chronicles weitergeht. Wählen Sie jetzt A, B, C oder D. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antwort. So, da haben wir nochmal kurz die Statistik. Wir hatten insgesamt eine Trefferquote von 77%, haben im Laufe dieses Let's Plays 303 Gegner getötet. Wir sind 6-mal gestorben, 3 oder 4-mal davon gegen Krauser tatsächlich. Wir hatten eine Gesamtspielzeit von 5 Stunden, 47 Minuten und 23 Sekunden. Ich wüsste gerne mal, wie sich das jetzt überträgt auf die tatsächliche Videolänge. Wie viel Zeit da also ist, wo das Spiel einfach nur so vor sich hingedümpelt hat, ohne dass die Aufnahme lief. Würde mich an dieser Stelle nochmal interessieren. Aber wie gesagt, mich interessiert auch, wie ihr euch jetzt im Hinblick auf Umbrella Chronicles und Outlast 2 entscheidet. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal darum bitten, mir da eine Nachricht zu hinterlassen, einen Comment oder sonst irgendwas. Ich wäre euch da sehr dankbar drüber. Dankbar bin ich euch auch dafür, dass ihr mit mir gemeinsam dieses Let's Play erlebt habt. Das war Resident Evil Separate Ways. Und ich bin der Rio, klinke mich jetzt an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht. It wasn't easy, but I'd say the mission was a success. Getting my hands on the sample was my initial objective, after all. But I've sent Wesker a different present, just as the organization ordered. Pretending to work with him was entertaining. Albert Wesker. I wonder where he's headed next. Something tells me this whole affair has just been a taste of what he's got in store. To him, Umbrella represented power. He used it to hide behind while he made plans of his own. And now the Umbrella's been folded. With the sanctuary of their old Umbrella ruined, those in power struggle to erect a new one. They are aware of their own crookedness and deceit as they engage in their personal war of light and darkness. That's why Wesker will stop at nothing in opening his new Umbrella. The giant pharmaceutical corporation S maintains medical and drug facilities the world over. We know for certain that Wesker has been in contact with them following Umbrella's demise. There's no doubt we'll next hear from him there. The organization must remain vigilant. But Wesker's not stupid. He knows exactly what the organization is thinking. He and I still have time to continue our little game of cat and mouse before the next move is played. This mission may be over, but the battle is just beginning. Es war nicht einfach, aber ich würde sagen, der Auftrag war ein voller Erfolg.
Schließlich war mein wichtigstes Ziel, die Probe in die Hand zu bekommen. Aber ich habe Wesker ein anderes Geschenk geschickt, so wie von der Organisation angeordnet. Es hat richtig Spaß gemacht, so zu tun, als würde ich mit ihm arbeiten. Albert Wesker. Ich frage mich, was er als nächstes vorhat. Irgendetwas sagt mir, dass diese ganze Angelegenheit nur ein Vorgeschmack auf das war, was er noch auf Lager hat. Umbrella bedeutet für ihn Macht. Er hat sich dahinter versteckt und dabei sein eigenes Süppchen gekocht. Und jetzt ist der Schirm geschlossen. Nachdem der Schutz Umbrellas nicht mehr existiert, versuchen die Mächtigen, einen neuen zu errichten. Sie wissen um ihre Verworfenheit und Falschheit, während sie ihren eigenen Krieg von Licht und Dunkelheit anzetteln. Genau deshalb wird Wesker vor nichts zurückschrecken, um Umbrella wieder zu öffnen. Der riesige Pharmakonzern S unterhält weltweit medizinische und pharmazeutische Einrichtungen. Wieso eigentlich Pharmakonzern S? Ich denke, Tricell ist das neue Umbrella. Oh, Spoiler. Wir wissen sicher, dass Wesker nach dem Untergang von Umbrella mit ihnen in Kontakt war. Zweifellos werden wir als nächstes von dort von ihm hören. Die Organisation muss weiter wachsam bleiben. Aber Wesker ist nicht dumm. Er weiß genau, was die Organisation denkt. Er und ich. Wir beiden haben noch Zeit, unser kleines Katz-und-Maus-Spielchen fortzusetzen, bis der nächste Zug gemacht wird. Dieser Auftrag ist vorbei. Aber die Schlacht fängt jetzt erst richtig an. Und diese Folge ist jetzt auch vorbei. Das war Bericht Nummer 5 in Adas Notizen. Und damit auch der Abschluss von Separate Ways und auch von Resident Evil 4 als Ganzes. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal und wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.